Gut, jetzt sind wir aber bei Giotto. So, und bei Giotto ist wichtig, wenn ihr euch das Arbeitsblatt nochmal anguckt, der hat drei wesentliche Dinge eingeführt. Er hat die Emotionen in den Figuren betont. Ja? Das heißt, er hat seinen Figuren, die hat er nicht stilisiert, sondern die haben was Menschliches. Und die haben oft insofern was Menschliches, weil die ganz aufgeregt sind und große Augen machen oder weil die irgendwie ganz traurig sind und heulen und den Mund verziehen und weil die mit ihren Händen Gesten machen, irgendwie so, dass sie ganz verzweifelt sind oder verwundert, erstaunt und so. Ja? Und diese Emotionen, die er den Figuren verliehen hat, die führten dann dazu, dass man sich als Betrachter viel eher damit identifizieren konnte, weil diese Personen waren plötzlich so wie von dieser Welt, so wie aus dem Diesseits. Und das ist aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so richtig zu verstehen, aber für die Menschen damals war das was ganz Neues, weil bis dahin waren alle Bilder eher stilisierte Arten von Idealvorstellungen aus dem Jenseits. Das heißt, das hatte sozusagen überhaupt nichts mit der diesseitigen Welt zu tun. Und Giotto hat aber eben über die Emotionen, die er den Figuren verliehen hat, sozusagen diese Figuren ins Diesseits geholt. Und damit hat er eben den Betrachtern die Möglichkeit gegeben, sich mit den Figuren zu identifizieren. Das war was ganz bahnbrechend Neues. Es hat nicht nur Giotto gemacht. Es gab auch andere Künstler, Duccio und gab noch so drei, vier andere, vor allen Dingen in Italien. Die haben was Ähnliches probiert. Die waren noch ein bisschen rückwärtsgewandter, die haben noch nach wie vor irgendwie mit diesen Goldgründen gearbeitet und so weiter. Genau, damit sind wir auch schon bei dem zweiten ganz wichtigen Punkt, was Giotto neu gemacht hat. Und zwar hat er den Bildraum erfunden. Ja, also wenn man sich das hier mal anguckt, dann ist das sozusagen wie so eine Art Landschaftsszene. Aber ich kann das, fällt mir gerade ein, eigentlich auf dem anderen Bildschirm hier zeigen, dann ist das noch ein bisschen größer. Gotik ist ja Quatsch, wir wollen noch Giotto. Das hier kann ich umswitchen, dann sieht man das hier und jetzt kann ich das hier ein bisschen größer machen. So, genau, im Moment sind wir hier irgendwie in diesem Bereich, was ich erzähle, die drei wesentlichen Neuerungen, Emotionen hatte ich eben, dann ist der Bildraum. Also Giotto hat quasi die Bilder so konzipiert, als wären sie, als würden sie in einem echten Raum stattfinden. Guten Morgen! Pelfatum und auch guten Morgen Juli Banua. Herzlich willkommen. Und dieser Bildraum war auch was Besonderes, ja, weil wenn man sich die mittelalterlichen Bilder anguckt, die in der Zeit gemalt wurden, dann waren die fast immer so, dass die einen Goldgrund hatten und dann saß da irgendwo, in den meisten Fällen war da so ein Thron in der Mitte und da saß dann die Maria drauf oder da war irgendwie ein Jesus dargestellt. Und dann gab es rechts und links irgendwie ein paar Heilige, die standen dann meistens irgendwie in so Spitzbögen, Nischen, also so Nischen von so Gebäuden, Architekturnischen. Und das war's, ja. Das waren im Grunde genommen weitgehend stilisierte Bilder, also die entsprechend auch ganz anders auf die Menschen gewirkt haben, ja. Nämlich als was man sozusagen so andächtig anbetet, ja, aber nicht als was, womit man sich wirklich so identifizieren kann. Genau, und Giotto hat eben sozusagen diesen Bildraum, den es vorher nicht gab, hat er mehr oder weniger erfunden. Ja. Und zwar hat er hier quasi wie so eine Art Landschaftsszene gemacht. Im Hintergrund, der Hintergrund ist blau und nicht Gold. Und weil der blau ist, sieht er aus wie Himmel. Das klingt so trivial, ja, aber das war schon was verrückt Neues damals. Also, dass der sozusagen in Bild einen Himmel gemalt hat. Das war ganz außergewöhnlich. So, und dann die dritte Neuerung. Und das ist sozusagen auch was unglaublich Spannendes, worüber man stundenlang drüber reden könnte. Das ist nämlich, dass der seine Bilder komponiert hat. Ja, der hat Kompositionen gemacht und zwar im Sinne von Blickführung. Ja, also die Kompositionen, die bis dahin in der Kunst üblich waren, so wie ich eben gesagt habe, mit diesen mittelalterlichen Bildern, das war eben relativ statisch. Das war wie so eine Art Bildprogramm und dann wurde vielleicht noch gesagt, irgendwie das und das und das muss mit drauf und dann hat der Künstler noch überlegen können, mache ich es links oder mache ich es rechts oder so, aber im Grunde war das weitgehend vorgegeben, das Kompositionsschema. Und Giotto hat aber sozusagen eingeführt, dass er gesagt hat, irgendwie, nee, ich versuche quasi in meinem Bild, in diesem einen Bild, was da ist, achso, wir sind ja hier, in diesem einen Bild versuche ich sozusagen eine ganze Geschichte zu erzählen. Und damit die Geschichte auch für den Betrachter plausibel wird,
versuche ich das so zu komponieren, also die formalen Eigenschaften des Bildes so anzulegen, dass der Betrachter oder das Auge des Betrachters muss einen bestimmten Verlauf durch das Bild nehmen, damit man sozusagen, oder noch anders, das Auge nimmt sozusagen den Verlauf, den Giotto mir quasi vorschreibt. Und indem ich quasi mit meinem Blick dem folge, was Giotto kompositorisch vorgibt, dadurch erschließe ich mir im Grunde genommen als Betrachter die Geschichte. Ja, also es ist eigentlich ganz verrückt. Eigentlich war der schon so ein, der hat quasi, wenn man es ein bisschen überspitzt, der hat uns Betrachter manipuliert, der Giotto. Der hat sozusagen, der nimmt uns an der Hand und führt uns quasi durch diesen Bildraum. Aber das ist sozusagen nur imaginär. Das ist kein echter Raum, wo er uns durchführt, sondern das ist eben ein Bild. Aber das Bild, was er erschafft, tut so, als wäre es ein Bildraum. Und er nimmt uns mit durch diesen Bildraum und führt uns quasi von einer Station zur nächsten und zeigt uns damit was. Und wenn wir uns sozusagen darauf einlassen und dem, was der Giotto vorgegeben hat, dem auch folgen, dann verstehen wir das Bild. Ja? Also es ist wirklich verrückt. Und überhaupt, dass der Giotto sozusagen auf diese Idee gekommen ist, das überhaupt so zu machen, das ist sensationell. Das muss man sich mal vorstellen irgendwie. Also das ist wirklich, das ist bahnbrechend. Also insofern, wer hier schon mal war, wird vielleicht mitbekommen haben, dass sich eine gewisse Leidenschaft entwickelt, wenn es um den Giotto geht irgendwie. Der war wirklich einer der größten Künstler, die es je gegeben hat. Irgendwie mit dem, was der sozusagen alles sich ausgedacht hat und wie der quasi dann die Jahrhunderte, die danach kamen, mehr oder weniger beeinflusst hat. Um das mal ganz kurz vorzustellen, ja, wie sieht das denn konkret aus? Wir haben hier dieses Bild und das ist aus der Arena-Kapelle, die ich eben gezeigt habe. Hier oben die Arena-Kapelle von Padua. Die ist gemalt zwischen 1304 und 1306. Und das Bild heißt Die Auferstehung des Lazarus. Das ist eine biblische Geschichte, kann man in der Bibel nachlesen. Habe jetzt keine Lust mehr, ich weiß gar nicht, wo meine Bibel steht hier irgendwie so. Aber könnte man raussuchen und könnte man entsprechend nachlesen. Und dann würde ja in den typisch blumigen Worten der Lutherbibel würde sozusagen dann, würde man die Geschichte verstehen. Und grob in meinen Worten zusammengefasst geht die so, irgendwie da gab es eine Stadt, habe ich vergessen irgendwie, und da ist irgendwie jemand gestorben, der hieß Lazarus. Und dann ist der in Leichentücher gewickelt worden, wie das damals so üblich war, und dann in eine Gruft und begraben. Ja, Stein, also so ein Deckel aus Granit, aus Stein, irgendwie oben auf die Höhle rauf, wenn man so will, auf dieses Grab, wurde das Grab verschlossen irgendwie und dann war Schluss. Ja. Und dann passiert das, was ich euch jetzt an dem Bild erzählen will, aber jetzt muss ich erstmal gucken, was hier los ist. Plötzlich schreiben ganz viele, guten Morgen. Hat es damals einen Aufschrei gegeben, wenn Heilige plötzlich anders aussahen? Das weiß ich tatsächlich nicht so ganz genau. Also ein Aufschrei nicht. Letztlich bekannt ist, dass der Giotto tatsächlich ein sehr erfolgreicher Künstler war. Und letztlich auch diese Idee des Universalgelehrten geht auch auf Giotto zurück. Das wurde dann ja vor allen Dingen in Norditalien zu Beginn der Frührenaissance irgendwie entwickelt, dieses Konzept des Universalgelehrten. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes, dass ein Künstler ein Genie ist. Ja, also der Künstler und Genie ist nichts anderes als ein Universalgelehrter, der ganz viel weiß und sozusagen ganz viele Kenntnisse hat irgendwie und auf dieser Basis sozusagen das Wissen seiner Zeit irgendwie noch vergrößern und weiterbringen kann. Insofern gab es in gewisser Weise einen Aufschrei, aber andererseits waren die Leute auch wiederum begeistert. Ja, also wahrscheinlich war das eher so, dass die weltlichen Menschen, die dem Diesseits zugewandt waren, sag ich mal, die waren wahrscheinlich ziemlich begeistert von dem, was Giotto gemacht hat. Wahrscheinlich hat er relativ viel Widerstand gekriegt von Seiten der Kirche, weil natürlich, Giotto hat mit seinen Bildern eigentlich die jenseitige Welt, die damals sozusagen im Vordergrund stand, ein bisschen verdrängt und hat sozusagen die diesseitige Welt in den Vordergrund gestellt. Aber das war jetzt auch nichts, was nur Giotto gemacht hätte. Ja, das war damals schon in dieser Zeit. Da gab es zum Beispiel, Giotto war befreundet mit, Göttliche Komödie ist von Dante. Ja, Dante war sozusagen einer der herausragenden Schriftsteller des Mittelalters. Ja, die Göttliche Komödie, wer sie nicht gelesen hat, macht nichts, ich habe sie auch nicht gelesen.
Ich weiß aber, worum es geht, ja. Also es ist auch eine coole Geschichte, ja. Also Göttliche Komödie ist, der Dante hat sich quasi, also der echte, der dann gelebt hat, auch in der Zeit, als Giotto gelebt hat, hat sich in seiner Jugend verliebt in ein Mädchen, was er auf der Straße getroffen hat. So, und der war sozusagen irre verknallt in die irgendwie so. Und dann ist die aber gestorben. Echt, ganz traurig. So, und was macht der Dante? Der schreibt sozusagen eine Geschichte. Und versucht in seiner Geschichte, wo er selber quasi die Hauptfigur ist, versucht er ins Paradies zu kommen, damit er wieder bei ihr sein kann. Und um dahin zu kommen, denkt er sich quasi aus, dass er durch die Hölle muss. Also er denkt sich das nicht nur aus, sondern es waren natürlich im Prinzip irgendwie die Ideen, die in der Zeit tatsächlich so präsent waren. Aber er beschreibt sozusagen seinen Weg durch die Hölle am Teufel vorbei, der im Mittelpunkt der Erde sitzt nach seiner Vorstellung. Auf der anderen Seite wieder hoch, der sogenannte Läuterungsberg irgendwie, und dann seine Reise ins Paradies. Und als Führer für den Weg durch die Hölle wählt sich Dante Vergil, ein römischer Schriftsteller. Und während er sozusagen diese einzelnen Höllenkreise irgendwie hinabsteigt, trifft er ganz viele Leute, die da alle in dieser Hölle schmoren, wenn man so will. Ja? Und zwar Leute, die entweder in der Vergangenheit gelebt haben und schlechte Menschen waren, wo er dann immer noch beschreibt, warum die so schlecht waren und wie die dafür bestraft werden. Und er trifft aber auch vor allen Dingen Leute, die er kannte, ja, Leute aus seinem Umfeld, irgendwie so Politiker und alles Mögliche, ja. Und das ist ganz faszinierend irgendwie so. Genau, und Dante begleitet ihn quasi bis zum Läuterungsberg, aber da darf Dante nicht, Vergil nicht weiter, weil der sozusagen nicht getauft ist. Vergil war ja ein römischer Schriftsteller. Der muss da also zurückbleiben irgendwie, aber dann kommt eben seine Beatrice und holt ihn ab. Ja, und die führt ihn dann sozusagen irgendwie den Läuterungsberg hoch, irgendwie bis ins Paradies. Und Dante beschreibt das in seiner Göttlichen Komödie. Also es ist der Wahnsinn. Was ich sagen wollte ist, der Giotto hat es so zwar in den Bildern als erster quasi vorgestellt, und das ist das, was wir heute noch sehen, aber natürlich lagen diese ganzen Ideen in der Luft. Ja, also Dante hat sich damit beschäftigt, dann gab es eben Philosophen irgendwie, Roger Bacon irgendwie und ach, weiß ich auch nicht, wie die alle heißen. Ja, das heißt, auch in der Philosophie und auch in der Theologie haben die sich quasi dem Diesseits zugewandt und haben quasi wirklich angefangen, wie so Experimente zu machen, und zum ersten Mal kam die Idee auf, dass die Erde eine Kugel sein könnte, wobei, wann war Kepler? Naja, weiß ich jetzt auch nicht genau, das war, glaube ich, vielleicht sogar ein bisschen später als Giotto. Aber wie auch immer, ja, also es lag in der Zeit. So, jetzt habe ich mich irgendwie bei dem Dante so reingeredet. Ich muss mal ganz kurz gucken. Giotto hört sich wie eine Süßigkeit an. Ja, das ist eine Katastrophe, aber ich will das jetzt nicht weiter erwähnen. Nicht wieder diese Diskussion. Ich glaube, die ist doch sogar nach ihm benannt, oder? Nee, vergiss die Süßigkeit. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja, ist ja... Was für eine Diskussion, das habe ich jetzt verpasst. Herr Nisfeld hatte sich darüber aufgeregt, dass Firmen den... Ach Gott, ja. Warte, Dante kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, Göttliche Komödie, liebe Leute, wirklich Weltliteratur. Größer als Goethe, wichtiger als Goethe. Naja, vielleicht genauso gut irgendwie. Aber mit Sicherheit auf einer Stufe. Vielleicht ein bisschen höher, was auch immer. So, er hat das heutige Bild der Hölle sehr geprägt, oder? Ja, genau. Also vor allen Dingen, er hat das natürlich beschrieben irgendwie, aber dann kam eben so ein Renaissance-Künstler wie Botticelli und der hat das versucht dann auch noch bildlich darzustellen. Ja, der hat dann einen Bilderzyklus mit Zeichnungen draus gemacht. Ist er zwar nicht mit fertig geworden. Gibt auch noch andere Künstler irgendwie, die versucht haben, die Göttliche Komödie zu bebildern, was natürlich... sagen wir mal, ähnlich schwierig ist wie zum Beispiel Herr der Ringe. Ja? Also ich meine, da gibt es auch Sachen drin, die im Grunde bildlich gar nicht vorstellbar waren. Und was natürlich jetzt in den Filmen schon einigermaßen elegant gelöst wurde. Ja. Gibt auch ein Spiel namens Dantes Inferno, dessen Ziel ist es, durch die Hölle zu kommen. Genau. Das basiert natürlich alles genau auf der Geschichte. Jetzt weiß ich, wo der Name herkommt. Genau. Dante. Kannte wahrscheinlich tatsächlich auch Giotto. Eigentlich wollte ich, glaube ich, erzählen, und das ist halt auch die Frage. Also Giotto war ein sehr, sehr bekannter und hochgeschätzter Künstler. Ja, also es
gab keinen Aufschrei, sondern der war hochgeschätzt. Der hatte viele, viele Häuser in ganz Norditalien. Der war reich, der war berühmt, der ist alt geworden. Irgendwie so. Also der hat eigentlich ein wirklich ganz gutes Leben geführt. Und das ist ja auch ganz oft so, dass gesagt wird, irgendwie so Künstler sind doch immer arme Schlucker irgendwie und sterben irgendwie verarmt und haben keinen Erfolg und so. Es gibt zwar ein paar Künstler, wo das so ist, das ist aber die totale Ausnahme. Also das heißt, das sind sozusagen diese, sagen wir mal, Klischees, die gerne in der Öffentlichkeit sozusagen angenommen werden, dass Künstler immer so arme Schweine sind, irgendwie so, ganz viele Bilder malen und dann sterben die irgendwie und danach werden sie erst berühmt oder so. Ja. Gibt die Beispiele, Van Gogh ist das berühmteste, aber es ist die Ausnahme. Ja. Also die meisten Künstler hatten tatsächlich Erfolg und zwar schon zu Lebzeiten. Und das sieht man eben daran, irgendwie, wie alt die geworden sind und wie die sozusagen geschätzt wurden also von den Zeitgenossen. Gut, so, aber jetzt wollte ich erzählen, wir waren doch hier eigentlich gerade bei Giotto und dieser Bildanalyse. Achso, ich bin hier auf diesem Screen. Also, die Geschichte von Lazarus. Die Auferstehung des Lazarus, so heißt die Geschichte in der Bibel. Oder so wird sie genannt. Die geht so. Also, der Lazarus ist eigentlich begraben in seiner Gruft. Dann kommen hier diese Frauen. Ja? Und zwar ist das sozusagen der Einstieg in das Bild, wenn man das Bild anguckt. Und die sind natürlich durch ihre Form, dadurch, dass sie hier unten so liegen, dadurch, dass die so ein weißes Gewand hat, was quasi als erstes so ins Auge springt, ist das quasi der Einstiegspunkt, über den man als Betrachter in das Bild reingeht. Und diese Frauen flehen Jesus an, der da gerade vorbeikommt, zufälligerweise. Ja, die flehen den an. Und wenn man sich die Gesichter anguckt, dann hat man auch das Gefühl, die flehen tatsächlich. Das sind nicht stilisierte Gesichter, sondern die sind in gewisser Weise verzweifelt und die wollen das. So, und das Zweite, was Christus macht, ist, das wird jetzt vielleicht nicht so ganz deutlich, so, er gibt quasi eine Anweisung. Und zwar gibt er eine Anweisung an die Person, an diese zwei Personen, die hier rechts unten sind, die sollen nämlich das Grab öffnen. Ja. Kommen also diese zwei Arbeiter und öffnen tatsächlich das Grab und heben diese schwere Steinplatte von der Gruft. Und diese Figur, die hier sozusagen so bückend von schräg hinten gemalt ist, ist natürlich auch eine ganz besondere Figur, weil normalerweise hätte man als Künstler so eine merkwürdige Figur überhaupt nicht im Bild dargestellt. Ja, also was ist denn das für eine Figur? Man sieht das Gesicht nicht, der ist da irgendwie so komisch gebückt irgendwie und gebeugt und der arbeitet da im Grunde genommen nur, also kann der nicht rausgehen, wenn der da gerade ein schönes Bild von malen, sozusagen, würde man sich ja fast fragen. Also es ist eine ganz, ganz strange, ungewöhnliche Figur. Aber diese Figur ist kompositorisch enorm wichtig. Weil, also wir haben gesagt, die Frauen flehen, das geht zu Jesus, Jesus gibt denen hier Anweisungen. Und was passiert sozusagen formal, ästhetisch in diesem Bild? Es gibt hier eine optische Bewegung über diese Steinplatte von unten nach oben. Ja, so wie so eine Art Halbkreisbewegung. Also das ist wie als wenn die Platte sozusagen so unten liegt, ja so, und dann bewegt die sich plötzlich nach oben, beziehungsweise ihr habt das sozusagen aus der Sicht, hier ist sozusagen diese Steinplatte und dann optisch bewegt die sich so nach oben und was wird daraus? Natürlich der Lazarus, ja, die hier steht, Nummer 5. Das heißt, diese Figur, die sich hier so bückt, die ist wie so eine Art Scharnier, die ist wie so ein optisches Scharnier in diesem Bild, die dafür sorgt, dass es eben so eine Aufwärtsbewegung gibt. Ja, also in dem Bild von hier rechts unten gibt es eine Aufwärtsbewegung hier nach oben. Zwischendurch gibt es aber sozusagen, was die Bilderzählung betrifft, wieder ein Zurück von diesen Figuren zum Christus und zwar zu dem eigentlichen optischen Schwerpunkt des Bildes, nämlich diese Hand, diese Geste von Christus vor diesem blauen Hintergrund. Und das ist die Geste, mit der er quasi den Lazarus zum Leben erweckt. Ja. So, das heißt, die haben den Deckel aufgemacht, so wie Jesus gesagt hat. Irgendwie. Jesus macht die Geste und sagt, Lazarus, ich erwecke dich wieder zum Leben. Ja. So, und was passiert? Tatsächlich, bups, der Lazarus steht auf irgendwie und steht hier quasi lebendig
allerdings noch irgendwie in dieses Leichentuch gewickelt, irgendwie steht er da vor dem Grab. Wow, ja, so. Und jetzt sind die ganzen Menschen hier und staunen. Logisch, ich meine, ist ja auch ein Wunder, ja. Also das ist ja auch nicht so einfach irgendwie. Aber was natürlich noch viel krasser ist als diese Auferstehung oder diese Auferweckung, ist natürlich die Art, wie Giotto dieses Bild komponiert hat irgendwie. Also das heißt, er hat tatsächlich von dem Anflehen über den Jesus, über das Öffnen des Grabes mit Hilfe dieses Sargdeckels, wieder zurück zur Auferweckungsgeste hin zum lebendigen Lazarus, der hier steht, und dann zu diesen ganzen staunenden Menschen, die drumherum stehen und den Lazarus angucken. Führt er uns, der Giotto, der führt uns diese Geschichte quasi im Bild vor. Er hat quasi einen zeitlichen Ablauf von, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde, ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis jemand auferstanden ist, aber diesen zeitlichen Ablauf hat er quasi in diesem ein Bild dargestellt. Und er hat es aber so gemacht, dass es plausibel ist, dass man quasi, dass der Blick, also er führt quasi meinen Blick oder euren Blick über diese formalen Elemente, die er eingeführt hat, weißes Gewand, dann dieses Rot-Blau mit dem Jesus, dann hier diese komische Rückenfigur, dann dieser schräge Sargdeckel, Mittelpunkt dieser Hand und dann eben zu diesen stehenden Figuren hier. So führt quasi der Giotto den Blick. Und um diese Handgeste sozusagen nochmal so zu betonen, weil die ist ja im Grunde genommen das Wichtigste, wenn man so will, im ganzen Bild, weil das ist ja das eigentliche Wunder, ja, dass den Deckel aufmachen konnte jeder, ja, aber die Hand heben und sagen, Lazarus, du bist wieder lebendig, und dann steht der tatsächlich auf, ja, das ist ja das Wunder. Und um das zu betonen, hat der Giotto hier im Hintergrund diesen komischen Berg reinkomponiert. Ja, wo man sich natürlich auch denkt, irgendwie, was ist das denn für ein stranger Berg? Dann hätte doch auch theoretisch andersrum sein können, der Berg. Nein, hätte er nicht. Der muss genau so sein, weil sonst würde man das Bild überhaupt nicht verstehen. Das ist sozusagen das entscheidende formale Kriterium, dass dieses Bild überhaupt interpretierbar wird. Das ist genau diese Schräge des Berges. Ja? Weil die in vielerlei Hinsicht sozusagen formal die Geschichte unterstützt. Zum einen haben wir natürlich hier diese Bewegung von den Frauen, die nach oben geht. Und da sozusagen der Berg quasi von die andere Richtung hat, ja, weisen im Grunde genommen zwei wichtige Diagonalen, einmal von hier über die Frauen zum Jesus und einmal über den Berg runter zum Jesus, weisen quasi auf Jesus als den Mittelpunkt hin. Und dann haben wir aber sozusagen diesen massiven blauen Hintergrund und diese eine Fläche, ja, hier in dieser Spitze, dieser Kelch, wenn man so will, irgendwie von dieser blauen Fläche, wo dann eben diese Hand ist, wie in so einem Kreis. Ja, also man könnte sich fast vorstellen, dass hier wie so ein Kreis um den Kopf von Jesus gezeichnet ist. Und da ist sozusagen dann diese Handgeste drin. Das heißt, diese Handgeste ist optisch, die springt einen förmlich an. Ja, das ist irgendwie das, was so im Mittelpunkt des Bildes steht, das Wichtigste, das Zentrum. Und das hat der Giotto sozusagen durch diesen schrägen Berg hinbekommen. Nicht nur durch den Schräg, auch durch die blaue Farbe, die er im Hintergrund gewählt hat. Dadurch ist natürlich diese gelbliche Hand irgendwie ganz weit, also durch den Kontrast, Farbkontrast, kommt die wunderbar zur Geltung. Genau. Also, was ich eben sagen will, und das ist sozusagen eine bahnbrechende Neuerung gewesen irgendwie und auch was Fundamentales für alles, was folgte. Dass man Bilder eben komponiert und das bedeutet letztlich, dass man den Blick des Betrachters führt. Also man zieht den Betrachter als Mensch mit seinem Blick in das Bild hinein und führt dann sozusagen von Station zu Station den Blick des Betrachters, sodass der sich quasi eine Geschichte erschließen kann. Faszinierend. Gut. So viel dazu. Dann switchen wir jetzt mal wieder hier zurück. Genau, das ist in diesem Arbeitsblatt beschrieben, was ich euch da mitgegeben habe. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht als 10 Minuten, um das zu erklären. Irgendwie, das ist hier, gibt es nochmal eine Kurzform. Irgendwie, letztlich geht es ja darum, dass ihr das einfach nur versteht. So, weg damit.